Hallo, Trackmania-Zeit! Und es geht wieder zurück zu unseren Franzosen waren das, glaube ich, ne? Ja, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Und zwar bei... nein, nicht die Strecke. Da. Die Strecke, da habe ich Gold bekommen. Ich sage ja, mit der dreckigsten Scheißkarre... Ups, ein zu weit zurück. Mit der dreckigen Scheißkarre habe ich es geschafft. Haben die das Foto bei Dings gemacht hier? Bei einem Track-Editor? Oder muss ich das Ding da selbst zusammenschustern? Geht das in der Community? Nee, das sind Oasis. Keine Puzzle-Dinger oder... Ja doch, Puzzle-Dinger. Ah, Mann. Was erwarte ich jetzt? Bestimmt wieder der Horror. Der Horror! Wahrscheinlich sind die Strecken gar nicht so schwer, aber ich stelle mich wieder an, als bin ich total doof hier. 12 Sekunden? Ist das ein Crazy Race? So vielen Autos? Das muss ein Crazy Race sein. Darf man... Ja, man... 12 Runden, ja. Ist das eine doch eine Plattform? Also ein Puzzle-Ding? Scheint ja so. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Dass du einfach hier alles vermischen kannst. Okay. Wie scheint, kannst du alles vermischen. Das heißt, jetzt kommt ein Crazy... Streckending, danach kommt, keine Ahnung, wahrscheinlich Plattform und danach kommt ein Puzzle. Schön, ich liebe Puzzle. Gerade Puzzle, wo es keine Lösung für gibt. Im schlimmsten Fall musste ich mich ja immer da bedienen, ne, an den Lösungen. Lösungen. 2 von 12? Hä? Ich hab doch auch weiter gedrückt, oder? Oder ist das nicht die weitere Taste, auf die ich drauf drücke? Sonst muss ich die extra die Maus bedienen. Oder muss ich eine bestimmte Zeit schaffen, damit das annimmt? Ach, glaub, nee, ja, bei Crazy war das so. Du musstest immer eine bestimmte Zeit schaffen, mindestens. Sonst wird die Zeit gar nicht angenommen. Oder war das nicht so? Jetzt habe ich eine Sekunde und jetzt habe ich 29 Sekunden wieder. Millisekunden. Und sagt auch wieder. Genau, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Bronzemedaille gewonnen. Und du darfst nochmal eine Runde fahren und die Zeit geht weiter runter. Ja, okay, ich tut mir leid, ich habe seit Ewigkeiten kein Crazy mehr gespielt. Habe ich ja auch verpennt oder nicht gefahren. In der Kabanje. Boah, 2 Millisekunden. Ich immer so dachte, naja, aber das ist nicht so wirklich Bock. Außerdem, ne, es ist ja was wie das normale Rennen, bloß mit mehreren Autos und eben diesen runden Schwachsinn hier. Und ganz oft immer die gleichen Runden zu fahren, schaffe ich irgendwie nicht, ne? Ihr seht ja, dass ich gerne mal Fehler mache. Komm, ich brauche bestimmt wieder Silbermedaille, so wie ich das Ding hier kenne. Silbermedaille für alles und ein bisschen Gold. Aber nur ein bisschen. Und das reicht schon. Reicht zum Durchdrehen. Oh, das ist jetzt 28 Millisekunden gewesen. Ich habe doch keine Zeit mehr. Nur noch 30 Sekunden. Oh nein. Das wird doch nichts hier, Mann. Wieder 28. Immer die gleiche Zeit. Uhu. Na, die Zeit ist echt gleich um. Tick-tack, tick-tack. Zeit wird knapp. Vergiss nicht, mit der scheiß B-Karte ist immer am effektivsten oder am effizientesten ein bisschen Gas loszulassen, statt zu bremsen. Passt so wie diese andere Pisskarre. Ah, Silber. Ich krieg eh nichts Besseres hin. Eigentlich wollte ich ja auch, das habe ich ja schon vor, keine Ahnung, vorher, Episode 1000 gesagt so ungefähr, dass ich eigentlich die Musik mal austauschen wollte, wenn ich durch bin mit der Hauptkampagne, aber nee, vergessen. Ab, runter, zurück ins Wasser, das wird eh nicht schwer. Hui, die Zeit ist um, aber wie ist er wieder Silber? Das reicht mir. Ergebnis, ja, das ist genug. So, Insane Roads. Okay, das ist die Puzzlestrecke. Ist das wirklich eine Puzzlestrecke? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich will nicht puzzeln. Puzzelt ihr für mich? Hätte ich jetzt Live-Chat recht oder so, dann könntet ihr mir helfen, aber... Naja, ich glaube, ich wäre der Einzige echt auf dem Planeten, der Livestream von diesem Scheißspiel machen würde. Der Einzige auf diesem Planeten, denn niemand kann es spielen. Was sind das für komische Teile? Ist das ein Teil, was ich da einsetzen kann? Ist es ein Speed-Ding? Oh nein, die sind auch alle in unterschiedlichen. Oh nein! Müssen Sie mich verarschen? Aber sind die alle unterschiedlich? Na, nicht alle, aber teilweise. Oh, das ist das Schlimmste.
die in der richtigen Höhe zu packen. Oh, die kannst du auch nicht da anpacken. Mann, welches Teil muss ich denn hier andocken? Muss ich das spielen? Ich weiß nicht mal, was ich hier andocken kann. Was kann ich hier andocken? Oder soll ich da gar nichts andocken? Warte, hier fängt das an. Hier ist das erste Teil. Nein, einen Schritt zurück. Ich habe keine weiteren Teile. Guck mal. Der Block schneidet eine Verbindung. Der Block schneidet eine Verbindung. Der Block schneidet eine Verbindung. Aber da kann ich auch nichts hinpacken, ne? Da kannst du auch nicht hier irgendwie verbinden oder so. Ja, ich weiß, ihr werdet euch jetzt bestimmt wieder in den Kopf fassen und denken, oh, George, du musst das Teil daran packen. Das sieht man doch. Nein, sieht man nicht. Ich sehe es nicht. Ich weiß aber, wie die Blöcke aussehen, die du ranpacken kannst. Da sind nicht die Blöcke. Oder ist es so gewollt, dass du nicht ranfahren kannst? Warte, ich mach mal einfach mal fahren. Ah, das ist nicht. Ah Gott. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist ja dumm. Hier ist eine scheiß Sprungchance. Verarsch mich, ey. Kann ich zum ersten Shockwave fahren und dann muss ich gucken, wie ich in die Luft komme. Ja, wie komme ich in die Luft? Checkpoint-mäßig abfahren wäre einfach schlau, wenn ich irgendwie hier rad mache und dann irgendwie darüber komme. Oh Gott. Der ganze ist ja nochmal ein Checkpoint. Der kommt, wie soll ich das machen, ey? Habe ich Sprungchancen? Nee, habe ich nicht, aber ich habe ein Turbo-Teil. Ja, okay. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Das ist toll, das ist wunderbar. Wie viele Stufen muss ich denn nach oben kommen? Reicht das schon? Sieht so aus. Das ist wie raten. Okay, ich doch nicht. Ich dachte, der war auf einer anderen Stufe. Aber die sind auf einer anderen Stufe. Warte. Scroll, scroll. Welcher Taste mache ich das denn? Vermutlich. Vermutlich nicht. Vermutlich wird das auch nichts. So, scroll. Einen hat er. Was mache ich denn hier? So, einen weiter nach oben. Ja, jetzt bist du dran, ne? Verbinden, verbinden. Und jetzt findest du daraus, nein, du musst ein tiefer. Warum mache ich das wohl so? Weil ich ja die kürzeste Strecke haben will, weil es geht ja immer noch nach Zeit, ne? Und jetzt zum Beispiel sehe ich ja wieder, ah, du bist wieder nach oben, vermute ich jetzt mal einfach. Und die Antwort ist, dödel, dödel, dödel. Ich glaube, den Block habe ich falsch gesetzt. Ja. Und was sind das für Dinger? Die kann ich, glaube ich, nicht irgendwo überbauen, aber die kann ich ja überbauen, oder? Ich weiß nicht, kenne ich alle Teile davon, dafür habe ich mich zu wenig mit den Scheißen in die Tor hier beschäftigt. Oder ich benutze einfach einen von diesen Dingern als Sprungchance. Und eine große Kurve habe ich auch nur eine. Oh Mann, ist das doof. Warte, warte, wir machen schlau, jo? Jo? Power? Und dann, ja, wie gesagt, benutzen wir das Ding als Sprungchance. Frage wo, ne? Hier können wir es wissen als Sprungchance benutzen. Der Block kann nicht eingesetzt werden. Das ist scheiße. Ich muss Blöcke sparen. Wo kann ich Blöcke sparen? Da unten? Drücher. Ja, ich komme da theoretisch trotzdem raufgefahren. Jetzt habe ich hier noch einen Block für. Jetzt kann ich hier rüber springen und dann weiß ich nicht, wie ich da hinkommen soll. Das Ding benutzt oder ist das nur vom Boden? Ach, hier ist ein Tunnel. Ich glaube, normalerweise sollte man den dafür benutzen. Normalerweise. Aber ich kann es noch einfach machen. Warte, ich mache mal Block, Block, Block. So, jetzt kann ich hier direkt runterfahren. Aber das geht nicht, weil ich erst einen Block setzen muss und jetzt kann ich runterfallen. Fahren, fallen. So, warte nicht. Ist er auch schlau oder? Ah, nein, er macht das Ding weg. Du Arsch. So, kann ich einfach durchfahren? Sieht denn da raus? Also irgendwie muss ich da runterkommen und dann muss ich... Ah, ich habe doch gesagt, ich hasse Puzzle. Da muss man immer sein Gehirn anstrengen. Und ich kann nicht mehr fahren. Da bringt es auch nichts, wenn ich mein Gehirn anstrenge. Denn das funktioniert nur manchmal. Und manchmal funktioniert es nicht. Gerade am Sonntag funktioniert es nicht. Aber ja, wir haben heute keinen Sonntag, zum Glück. Ansonsten wäre das noch schlimmer. Weil Sonntag bin ich wirklich gehirntot. Eigentlich dann nur noch, genau. Wenn ich dann sowas baue. Was habe ich denn hier gebaut, Zölle? Da muss ich noch einen weiter nach oben. Noch einen weiter. Auf der Seite sah das aber gut aus. Oh, schon super gebaut. Ein Husch noch einen weiter. Hä, nach oben?
Was ist denn los? Hä, das ist doch richtig. Was ist dein Problem, Digga? So, jetzt will ich gucken, ob ich erstmal bis dahin fahren kann. Mann. Was muss ich haben? 55 Millisekunden? Sekunden? Willst du mich verarschen? Ich glaube, da komme ich nie im Leben hin. Ich habe es ja mal jetzt gerade so gebaut, dass ich irgendwie die obere Kacke hier fertig machen kann. Damit ich auch noch genügend Blöcke habe, um irgendwie nach da hinten zu kommen. Ja, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Ich werde hier verkacken, gnadenlos. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, dass ich doof bin und wie ich diese Strecke schaffen werde. Weil guck, das zeitmäßig gibt das ja überhaupt nicht hin. Da muss ich echt fast ein Power-Ding hier machen. Oh nein, aua, aua, aua. Ich bin doch nur durch die scheiß Tunnel. Den scheiß Tunnel. Wenn ich so ein Abknick-Ding machen hätte können, dann wäre das toll. Aber nee, geht natürlich nicht. Ja, ich kann immer durchfahren und ja, hier ist ein Checkpoint. Aber nein, ich schaffe die Zeit überhaupt nicht. Zurück zu uns beiden. Wir versuchen das jetzt noch einmal und dann ist... Freund ist Schluss für heute. Oh, auf welcher Ebene befinden sich die Dinger? Ebene 0? Gleiche Ebene? Sieht da raus, ne? Und dann darf ich dann das Blockding benutzen, oder was? Dieser Block muss in der Höhe angebracht werden. Okay. Ich nichts verstehen. Ich muss da irgendwie rüberkommen, geradeaus, ne? Weil hier rüber, so rüberpacken kann ich die nicht. Ich benutze einfach mal den Block hier und dann die Kurve. Maybe? Kann ich eingesetzt werden? Auch nicht eingesetzt werden? Auch nicht eingesetzt werden? Block ausrichten. Ich habe auch nur zwei davon, ne? Muss ich eigentlich in die. Also sind die alle in derselben Höhe? Wahrscheinlich nicht. Ich kann nicht nichts einsetzen. Wie komme ich denn hier rüber zur Hölle? Falsche Blockausrichtung. Welche, warum falsche Blockausrichtung? Okay. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt doch umso weniger. Aber theoretisch auch egal. Du kannst trotzdem jetzt. Fliegst du einfach nur runter, ne? Du musst es ja nicht haargenau so anpassen. So, jetzt. Was mache ich denn hier, Mann, ey? So, einfach nur die Kacke verbinden. Und einfach nur. Wie komme ich denn dahin wieder? Muss ich da wieder diese bescheuerten Block benutzen? Ja, muss ich. Yay! Ich bin wieder nicht richtig. Aber das ist wieder theoretisch egal, weil ich da trotzdem wieder einfach reinrase. Ja, das könnte funktionieren. Gold nicht in Sicht, aber es könnte funktionieren. wenn das funktioniert, ey. Oh Gott, das ist so schlecht. Junge, ich kann froh sein, wenn ich überhaupt Bronze schaffe. Mann, was guckst du denn so? Gott. Oh Gott, ey. Ich habe ein Problem und ich soll einfach eine Lösung machen. Dann sieht meine Lösung, ist meistens so, sie funktioniert. Aber sie sieht absolut katastrophal aus. Oh Mann, ey. Das ist irgendwie jetzt so ein Gang und Thema oder wie so ein loses Teil. So ein Thema, das momentan bei mir ist, glaube ich. Nicht umfallen, ja. Ist so. Was bringt das, ne? Funktion, wenn die Funktion immer da ist, aber es einfach mega kacke aussieht. Siehst du, das funktioniert schon mal, das ist sehr gut. Und jetzt müsste das mit dem Ziel auch funktionieren. Ja, natürlich, super. Ja, hat gezählt. Das waren sogar fast 55. Siehst du, Bronzemedaille. 28 Sekunden könnte ich theoretisch auch noch rausholen, aber... Nein. Goodbye. Ja. Was? Gewinnen Sie die Silbermedaille, um die nächste Chance zu erreichen? Aber... Fick dich doch. Ich muss jetzt irgendwie nur besser machen, dass ich da um die Kurve komme. Wie mache ich das denn? Mache ich dann Turbo-Ting, aber es bringt auch nichts. Aber ich habe doch noch einen Block, ich Idiot. Warte. Wo ist denn das Ding da? Die Abrissbirne. Da ist irgendwo, hat sich so ein Block versteckt da in der Luft. Komm her, du Arsch. So. Ich drehen. Den will ich drehen. So, jetzt die Frage, was mache ich denn jetzt hier, ne?
Ja, jetzt würde noch einer da gehen und das wäre super toll. Kann ich hier den hier klauen? Ich glaube, das geht, ne? Das ist theoretisch scheißegal, da komme ich ja trotzdem drauf. Nein, ich kann nicht nach da. Fick dich, fick dich. Geht das so? Ich einfach da langsam runterfalle? Das ist, glaube ich, noch beschissener als vorher, ne? Ah. Habe ich keinen Seitlich-Fallteil oder so? Habe ich nicht, ne? Ich brauche doch noch ein paar Millisekunden. Geht das? Oder macht er da eine Blockade drauf? Ja, nee, er macht so eine Blockade drauf, so ein Stoppschild macht er da drauf. Jetzt wusste ich, deswegen musst du einen so einen fucking Block hier dran machen. Einen so mega fucking Block, damit du hier runterfallen kannst. Aber wenn ich zu langsam fahre, habe ich Angst, dass ich gegen die Häuser fahre, ne? Sieht ja fast so aus. Obwohl, aufs Dach wäre nicht ganz so schlimm. Komm, 28 Millisekunden. Und dann kommt die Strecke gut bei. Bewahre ich dich für die nächste Episode auf? Ich weiß ja nicht, wie lange ich hier schon aufnehme. Warum? Weil ich ja mit den Nvidia-Dingen aufnehme, was auch glücklicherweise aktuell funktioniert. Jetzt habe ich immer über das Ding rumgeflucht, aber jetzt gerade funktioniert es. Es war schon ein bisschen länger, dass ich es benutzt habe. Aber egal. So, jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Nein, die Kackhaare, ich hasse dich, Auto. Ah, du Untermensch-Auto. Ich vergaß, wie beschissen kacke sich das Ding auch lenken ließ. Ich kann zwar mit gut umgehen, aber trotzdem ist das Ding eine Pisskiste. Jedes Mal nehme ich das Ding im Sandnähl auseinander. Was für eine Pisskiste, Scheißding. Ich glaube, das war immer wirklich diese Karre hier. Ich sag ja auch, deswegen mag ich keiner. Hä, Aschgurt Auto, niemand mag dich. Du bist schon anders als alle anderen. Du bist das schwarze Schaf von Jack Minas. So, extra langsam. Ja, 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 das sieht gut aus. Super, super, ja. Jetzt nur ganz schnell fahren und hoffen, dass wir die 28 Millisekunden schaffen. 28 Millisekunden, 42. Bremsen. Super, heftig, geil, um die Kurve fahren. Und, oh, ganz schlamm lange Ziel tuckern. Ja, 50, wir sind super. fick dich. Goodbye. das sage ich auch gleich. Es wird schon langsam dunkel draußen und ich muss eigentlich das Fenster aufmachen. Das Licht aufmachen. Licht anmachen. So, it's time to say goodbye. Ziel 3. Beste 99. Okay. Wie ich es mir fast gedacht habe. Das ist der allerletzte. Okay, die allerletzte Strecke ist eine Plattformstrecke. Ja, Plattform kann ich wenigstens halbwegs gut. Da ist es ja wirklich dann nur, probieren. Und wir dürfen uns sogar dreimal zurücksetzen, aber theoretisch ist es jetzt auch scheißegal, wenn wir Bronze bekommen würden, weil... Ja, es gibt ja keine anderen Strecken mehr, ne? Ich kann auch sagen, fick dich, du Scheißstrecke! Ich will euch nicht beleidigen, aber ich habe irgendwie Probleme mit euren Strecken gehabt. Fuck! Aber ich habe so manchen Strecken Probleme, ne? haben mir schon einige in den Kommentaren geschrieben. Boah, ich habe kein Problem damit gehabt und einfach locker Gold bekommen oder grün sogar. Und du denkst einfach so, ja. Und du schaffst dich mal fucking Bronze. Nein, ich muss ausweichen. Boah, ich muss nach links. Ach, theoretisch sind ja sowieso scheißegal. Die Zeiten scheißegal. Komm, ja. Nein. Wahaha. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Fick dich! Okay, das ist ein Beschleunigungsstreifen. Ich dachte gerade wieder, das wäre... Ah, das Gegenteil! Scheiße, ich habe hier drauf geachtet, dass ich da wirklich rüber muss. Jetzt aber! Willst du mich verarschen, Spiel? Ich habe mich resettet. Ich bin den Zug gegengefahren. Ich habe die ganze Zeit das Power-Ding-Droll gedrückt. Und trotzdem habe ich es nicht rüber geschafft oder rüber geschafft mit Drehen. Hallo, ihr baut eure Plattformstrecken aber irgendwie ein bisschen falsch. Eigentlich muss man, wenn man sich resettet, das immer noch irgendwie schaffen können. Also, so ist man es von den Originalstrecken gewöhnt. Und so will ich behalten. Wallriding, oh ja, das ist toll, das ist toll. Und das ist aber kein Wallriding hier, das ist Water Diving. Erstmal Flipping und dann plopp. Boah, diese Wassereffekte. Vielleicht ist das Spiel immer noch so, obwohl das so 2004 ist, ey. Zieht euch das mal rein! 14 Jahre alt! Wow! Und ich spiele die Kacke immer noch und ich habe zu viel den Speed verloren.
Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin zu fucking langsam. Also, Gold ist das schon mal nicht. Nee, gar nicht. Gold ist das sowieso nicht. Silber ist das jetzt schon mal nicht. Das wäre jetzt nur Bronze, theoretisch. Wenn ich jetzt so gut bin und das schaffe. Das, ich bin schneller als vorhin, oder? 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 Ich weiß nicht. Oh, das ist aber knapp. Das ist aber knapp. Oh, fickt euch mit euren Gegenstreifen. Ich hasse das, ey. Ich meine, es ist immer so langsam, dass ich fast nach hinten fliege, falle. Okay. Nein, falsche Taste gedrückt. Toll. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich jetzt nach hinten oder muss ich jetzt nach vorne? Das wäre irgendwie nicht wirklich zu ersehen. Aber ich würde einfach mal sagen, du musst nach vorne, oder? Weil das sind Pfeile, die nach da zeigen, aber... Nee, lande ich wieder hier unten. Also muss ich nach hinten. Habe ich mich nicht verguckt. Die grünen Pfeile haben doch gesagt. Du musst hier hin. Ja, das sind aber auch Pfeile. Hier sind überall Pfeile. So, und jetzt musst du behindert darüber fallen. Über diese kleine Ecke. Und ich hoffe, jetzt bin ich richtig. Okay, jetzt weiß ich, warum die Ausrufezeichen waren. Dumm. Da waren zwar Ausrufezeichen für die Wand, aber kein Ausrufezeichen für das Wasser. Dass man einfach bremsen muss. Danke. Aber naja, die Plattformstrecken sind ja sowieso immer so gebaut, ne? Dass du probieren und verlieren musst. Probieren und verlieren. So wie bei vielen anderen Spielen. Aber bei vielen Spielen ist das mittlerweile so, egal wie scheiße du spielst, du schaffst es trotzdem. Okay, den Checkpoint hatte ich noch nicht. Das heißt... Ich bin hier richtig. Vermutlich. Außer ich bin wirklich sowas von falsch. Das ist sogar der extrem falsche Checkpoint ist. Hast du andere Kameransicht? Ah! Geschafft mit 7. Boah, das gibt Bronze. Und jetzt stehen die ganzen Leute. Okay, hat hier eine andere Strecke gebaut? Ah, nee, okay. Jack Bauer, Satan, Nase und Diablo und so weiter. Naja, ich weiß. Super, toll, nicht so geil. Ja. So, ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt geworden ist. Ist mir auch scheißegal. Das Puzzle-Ding habe ich komplett rausgebracht. Ich dachte eigentlich jetzt, ich bin komplett verschont vom Puzzlen. Natürlich nicht. Die bauen sich ein scheiß Puzzle-Ding da ein. Ich hasse Puzzle. Junge, ich hasse Puzzle. Schaut euch mal diese Schande hier an. Bronze, ich hasse mich selbst. Und als nächstes kommt dann jetzt LRPV-Kampagne. Wieder irgendeine andere Sprache. Hört sich aber italienisch an. Glaube ich. Die haben auch wieder Silbermedaillen und Goldmedaillen und 3 Goldmedaillen. Das ist irgendwie bei jeder Map oder beziehungsweise Kampagne gleich, wie viel Dinger da drin sind und wie viel Gold und Silber und so weiter du brauchst. Scheint ja fast so, ne? Egal. Leb wohl, Leute. Bis zur nächsten Episode.